wir schauen natürlich, dass wir die Materialien verwenden, die es damals gegeben hat. Und Holzhering war das Einfachste, das hat es überall gegeben, das hat man immer einen Ast genommen, die abgesägt oder abgehackt, zugespitzt und in den Boden gerammt. Ein bisschen komfortabler sind dann geschmiedete Heringe, waren aber seltener. Also von dem her ideal. Außerdem in dem Boden, bei der Türe, kommt man mit Alu-Heringen sowieso nicht rein. Aber wie schon gesagt, die hat es damals nicht gegeben und es soll ja möglichst nah an der Historie sein, das Lager. In wenigen Stunden entsteht mitten in der Stadt ein historisches Zeltlager, wo in den kommenden Tagen rund 400 Menschen leben werden, so wie man in den vergangenen Jahrhunderten gelebt hat. Wir sind in Steinamanger, das ist der deutsche Name für die westungarische Grenzstadt Szombathely. Der römische Name ist Savaria. Und unter dem Namen Savaria Karneval findet Jahr für Jahr ein historisches Megaspektakel statt, auf das die rund 80.000 Einwohner der Stadt das ganze Jahr hinfiebern. Und dieses Festival zieht immer mehr Teilnehmer aus ganz Europa an, die sich im Zeltlager für 4 Tage gemütlich einrichten. Also hier haben wir unsere große Spielwiese mit Lagerfeuerplatz für unsere 70 bis 80 Jongleure und Akrobaten. Hier außen ist ganz wichtig, schaut heute noch nicht ganz so gut aus, da ist noch eine Musikbox. Ab morgen ist hier alles mittelalterlich historisch. Ja, natürlich keine modernen Sachen mit nach draußen. Anders schaut es natürlich in den Zelten aus, da können wir nicht ganz auf Mittelalter bauen. Das ist unser Schnacherzelt. Geschlafen wird hier aber ohnehin wenig, denn immerhin trainiert die Gruppe viel. Normalerweise geht man in der Steppe früh auf, macht Frühstück, trainiert für den Tag. Bei uns ist es eher, wir machen die Nacht zum Tag. Also untertags wird noch nicht so viel gemacht. Dafür leben wir nachts auf und da wird viel am Lagerfeuer gesungen und gefeiert. Wir fahren jetzt, glaube ich, schon 12, 13 Mal da runter, seit eigentlich das Fest so aufgebaut worden ist. Und ja, dann Legio 15, genauso wie die Ungarn. Und das haben wir die erste Kohorte und das ist die zweite Kohorte. Dann sind wir benannt in einem Lager. Die ganzen Vorbereitungen haben ein Ziel. In den kommenden Tagen soll die ganze Geschichte der Region, von den Anfängen, als es noch das römische Savaria gab, über das Mittelalter bis in die Barockzeit noch einmal durchlebt werden. Auch heuer erwarten wir bis zu 130.000 Besucher zum Karneval. In der Stadt verteilt sind insgesamt 200 Aussteller, die altes Handwerk zeigen. Außerdem 40 Hütten mit Kunstgewerbe, mehr als 70 Aussteller, die für das leibliche Wohl sorgen, 40 Weinbauern bzw. Schnapsbrenner und 16 Bierbrauer. Dazu kommen noch die rund 400 Teilnehmer, die 4 Tage lang im westungarischen Steinamanger eine persönliche Zeitreise unternehmen. Das reicht von der Kostümierung über die Unterkunft bis hin zu der möglichst authentischen Ernährung. Viele geben sich auch Namen, passend zu der historischen Persönlichkeit, die sie darstellen. Mich nennt man nur Präsident, aber einer von uns heißt zum Beispiel Ursus, also Bär. Und ein anderer hat den sehr passenden Namen Popkornikus. Natürlich haben die Römer auf aufgestreute Stroh geschlafen im Zelt. Dann haben die das Schild draufgelegt, das war ja ihre Unterlage, da haben sie in das Schild gelegt und den Feldmantel mit der, haben das sie zudeckt. Das war das einzige Bettzeug, was sie gehabt haben. Das machen Sie aber nicht? Nein, wir haben das schon ausprobiert, aber wird es bei manchen Leuten schwierig. Steht das Lager, wird geruht oder noch ein letztes Mal geprobt. Mehrmals am Tag wird in der Stadt aufmarschiert, sehr zur Freude der tausenden Besucher, auch aus dem Burgenland.
Wir sind eigentlich schon Stammgäste auf diesem Savaria-Karneval. Wir kommen schon seit Jahren und es ist einfach die Atmosphäre und das Ganze, hier die Standeln und die Umzüge und der Fackelumzug, der uns so bewegt. Und wir kommen eigentlich jedes Jahr gerne hierher. Tagete! Tag für Tag laden bei Sonnenaufgang die Mitarbeiter des Savaria-Museums zu einer besonderen Zeremonie des Isis-Kults. Hier kann man erahnen, welche Bedeutung die ehemalige römische Siedlung hatte. Der Zeremonie liegt die Tatsache zugrunde, dass die Gläubigen den zentralen Tempel nicht betreten durften. Daher bringen die Priester und Priesterinnen des Tempels die Statue der Göttin Isis jeden Tag in der Früh nach draußen und am Abend tragen sie sie wieder hinein. Tagsüber werden am Altar Opfer dargebracht, zum Beispiel Nilwasser und Getreide. Jahr für Jahr schlüpft der Archäologe beim historischen Karneval in die Rolle des Isis-Priesters. Die Texte sind Übersetzungen aus dem Original. Fenséges Istennő, az én tehetségem gyenge, a te dicsőséged magasztalására. Hihetetlen szerencsés helyzetben van az Isis-kultus. Beim Isis-Kult haben wir das große Glück, dass wir uns hier auf viele schriftliche Dokumente stützen können. Das haben wir unter anderem Apuleius zu verdanken. Er gibt in seinem Werk Der goldene Esel im Kapitel 11 wortwörtlich den Text der Zeremonie wieder. Das ist natürlich kein Zufall. Apuleius war ja nicht nur Dichter, sondern auch Isis-Priester. Und er hat alles, was erlaubt war, aufgeschrieben. Außerdem haben wir Texte auf Steinen bzw. auf Papyrus gefunden, und aus diesen haben wir den Text für unsere Zeremonie zusammengestellt. Mit Hilfe von EU-Geldern wurde der ehemalige Isis-Tempel von Savaria rekonstruiert. Die noch erhaltenen Originalteile werden im Museum aufbewahrt. Die Anlage bestand aus dem inneren Tempel und aus einem äußeren Gebäudekomplex. Erbaut wohl kurz nachdem die Stadt im 1. Jahrhundert nach Christus von Kaiser Claudius gegründet wurde. Entlang der Bernsteinstraße erlangte die Siedlung bald eine große Bedeutung als Handelsstützpunkt des Römischen Reichs. Von Savaria ist es auch sehr wichtig zu wissen, dass das Savaria eine Zivilsiedlung ist. Und es ist ein bisschen anders wie in Carnuntum, weil Carnuntum ist eindeutig eine militärische Siedlung mit Militärbesatzung. Und einzige Aufgabe von Carnuntum oder eine sehr wichtige Aufgabe von Carnuntum, dass die Donau zu schützen, diese Überfahrt zu schützen und wirklich gegenüber der Barbarikum etwas zu präsentieren. Savaria hat eine ganz andere Rolle gehabt. Savaria war auch vom Kaiserkult ein Zentrum, das heißt von ganz Pannonien sind die Leute hergekommen zu dieser Kaiserkultverehrung. Außerdem die jährliche Provinzversammlung hat sich auch da getroffen. Und das heißt, dass Savaria wirklich in der Beamtenleben, in der Kultleben, aber, oder im Kultleben, aber auch im Zivilleben eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in Pannonien. Zu den besonderen Funden gehören auch dieser Krug und die dazugehörige Pfanne. Diese Stücke aus dem 1. Jahrhundert wurden höchstwahrscheinlich in Ägypten hergestellt und fanden bei Kulthandlungen im Isis-Heiligtum Verwendung. Viel Wert legt das Museum auch darauf, die Fundstücke im Kontext zu belassen. Das heißt, Teile der Deckenmalerei werden an der Decke ausgestellt. Das Iseum ist eine der wichtigsten Fundstellen, nicht nur von Pannonien oder von Ungarn, sondern wirklich aus dieser Umgebung, weil es ist einer der größten Iseen, was überhaupt im Römischen Reich gibt und existiert. Leider, es gibt keine aufgehenden Mauern, was zum Beispiel in Pompeji oder im Sabrata, die unsere Parallele sind, wirklich vorhanden sind. Aber in der Erde haben wir Gott sei Dank wirklich sehr, sehr viele Funde gefunden, die für eine sehr, sehr frühe kultische Tätigkeit hier schon sprechen. Das sind zum Beispiel
Beispiel unsere Wandmalereien. Savaria war eine reiche Stadt, aber Savaria alleine oder Pannonien konnte, hätte es nie finanzieren können. Und wir vermuten, wir haben dafür keine Beweise jetzt praktisch auf irgendwelche schriftliche oder epigraphische Hinweise, aber wir vermuten, dass es wirklich von der Stadt von Rom finanziert wurde. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs verfielen auch viele Bauten. Einige Steine wurden als willkommenes Baumaterial in neue Gebäude integriert. Der Großteil blieb aber auf den Feldern liegen. Und diese Ruinen, diese Steine am Anger, führten dazu, dass spätere deutsche Siedler der Stadt den Namen Steinermanger gaben. Die Stadt Steinermanger, Savaria, Sombartei war kontinuierlich besiedelt, bis heute. Sie gilt damit als die älteste, durchgehend besiedelte Stadt im heutigen Ungarn. Und diese lange Geschichte zeigt auch der historische Markt des Savaria-Karnevals. Hier zeigen Handwerker ihr Können, wobei das Kulinarische auch nicht zu kurz kommen darf. Hier zum Beispiel entsteht Kürbiskernöl. Nach einer alten, traditionellen Methode. Die zerkleinerten und mit Salz und Wasser angerösteten Kerne werden kalt gepresst. Unten tropft dann das Kernöl, das auch gerne das Gold der Wart genannt wird, in die Schüssel und kann gleich verkostet werden. Auf dem Spieß dreht sich der ungarische Baumkuchen. Eine süße Spezialität, die aus einem Germteig hergestellt wird. Dieser wird aufgerollt und dann ausgewalzt, damit eine zusammenhängende Teigschicht entsteht. Gewürzt wird dann mit Zucker und je nach Belieben mit Zimt und gehackten Walnüssen. Und diese Maschine produziert selbstgemachte Kartoffelchips am Stiel. Hier auf dem Markt treffen wir Andreas Lehner. Der burgenländische Künstler und Projektentwickler lebt mittlerweile seit 11 Jahren in Ungarn. Eigentlich hat es ihn rein zufällig nach Steinermanger verschlagen. Er hat ursprünglich nur eine Übergangswohnung gesucht, wurde aber sehr schnell heimisch, trotz Sprachschwierigkeiten am Anfang. Das Heimisch ist eine interessante Frage. Das war irgendwie, da hat es einmal einen Zeitpunkt gegeben, der ist mir sehr genau in Erinnerung. Da bin ich von der Arbeit von Österreich nach Sombartei gefahren und an der Grenze habe ich mir da das erste Mal gedacht, wie ich nach Ungarn hineingefahren bin, so jetzt bin ich schon zu Hause. Also das war ganz interessant, das Gefühl, dass man sagt, ich bin jetzt zu Hause, ja, obwohl man eigentlich im Ausland ist. Ja. Ich fühle mich da einfach wirklich wohl, das ist ein sehr angenehmes Wohnklima in der Stadt. Es ist eine Stadt, was wir im Burgenland in dem Ausmaß, in der Größe nicht haben. Mit gewissen Vorteilen von Anonymität. Es ist aber auch eine Stadt, die so klein ist, dass man doch recht schnell Kontakte hat und auch recht schnell weiß, wer welche Bedeutung in diesem Ort hat. Und immer wieder kann man in der Stadt etwas Neues entdecken, zum Beispiel das jüdische Viertel. Das ist der Hof des kürzlich eröffneten jüdischen Besucherzentrums hinter der großen Synagoge von Steinermanger. Und hier sieht man die Statue eines Mannes, den man hier nicht erwarten würde. Es ist der irische Schriftsteller James Joyce. Er hat aufgrund seines monumentalen Werks Ulysses in Steinermanger eine Statue bekommen, denn in diesem Haus hat die Familie Blum gelebt. Und Leopold Blum soll als Vorlage gedient haben für die Hauptfigur in Ulysses. Unermüdlich werken Schülerinnen einer örtlichen Fachschule in der Schneiderwerkstatt der Schule. Hier entstehen Jahr für Jahr hunderte römische Gewänder. Die figurschmeichelnden Schnitte finden reißenden Absatz.
Im alten Rom wurde nicht auf Figur geschnitten, sondern die Kleider entstanden aus geometrischen Formen, also aus Rechtecken und Quadraten oder aus trapezförmig geschnittenen Stoffen. Verwendet wurden aber auch Halbkreise und Ellipsen. Die Form entstand durch den Faltenwurf. Eine Toga zum Beispiel ist ein großes Trapez. Dafür wurden 9 bis 15 Meter Stoff verwendet. Und die vielen Falten fanden auch Verwendung als Geldbeutel. Und, gefällt es dir? Ja, sehr. Fühlt man sich anders, wenn man eine Toga trägt? Absolut, man trägt ein Stück Geschichte und das ist schön. Wie groß ist eigentlich das Interesse der Kunden? Sehr groß. Während des Karnevals sowieso. Der Andrang beginnt schon einige Wochen davor. Wir verkaufen so 8 bis 10 Stück am Tag. Und genau das ist das Besondere an der westungarischen Stadt Steinamanger. Die ganze Stadt lebt in diesen Tagen den Savaria-Karneval. Und so sitzt auch die Museumsdirektorin in Toga am PC und wartet auf ihre Kinder. Denn auch sie gehen natürlich in Toga aufs Fest. Kompliziert ist vor allem die Schnürung der Sandalen. Aber dann sitzt alles. Sehr gut. Die Familie ist zweisprachig. Der Ehemann der Direktorin kommt aus Graz. Ehrensache, dass auch er sich als Römer kleidet. Ja, ich meine, das Festival ist sehr interessant, weil das ist, die ganze Stadt ist jetzt voll mit Leuten und es gibt überall so römische Stände. Und auch interessant ist die vielen Legionen, die herkommen, auch von Wien, von Thür oder von Budapest und die Gladiatorenkämpfe. Bei den Kämpfen geht es nicht nur um die Show. Dem Publikum wird auch Hintergrundinformation geliefert über die Waffen und die Kampfstrategien der jeweiligen Epoche. Es ist uns sehr wichtig, dass eben wir nicht nur eine Show machen, weil so eine Show kannst du ja oft in Europa irgendwo sehen. Auch in Ungarn gibt es sehr viele ähnliche Veranstaltungen. Was uns, glaube ich, doch ein bisschen auszeichnet von den anderen, das ist es eben, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass da auch wissenschaftlich begründete Sachen laufen. Wir haben einen Professor aus der Uni, hier von Sombathei, der erklärt dann alles, der ist Geschichtsprofessor. Und auch die Leute, die auftreten, sind sehr oft Archäologen, die jetzt dort auf der Bühne sind. Die stellen jetzt gerade mal spätrömische Zeit an, da. Und der ist auch ein Archäologe zum Beispiel. Also sehr viele Leute, die hier wirklich was machen, die nehmen das ganz ernst. Das sind experimentelle Archäologen und wirklich die ganze Zeit von den Kelten praktisch bis zum 16. Jahrhundert, die Türkenkriege, werden hier dargestellt. Hier wird eine Schlacht der Markomannen gegen die römischen Legionen im 1. Jahrhundert nachgestellt. Die Schlacht endet mit der Gefangennahme des Germanenführers, der später gehängt wird. Die anderen germanischen Kämpfer werden am Sklavenmarkt verkauft. Megakadt a szem a gyönyörűségen. És nem kell több bennél. Ennyi. Köszönjük szépen. Így jár minden germán. Und wenn man in Ungarn ist, darf auch die Vorführung eines Bogenschützen nicht fehlen. Eine Anspielung auf die Zeit der Landnahme durch ungarische Reiter um 900 nach Christus. Höhepunkt des Karnevals ist der große Umzug durch die ganze Stadt mit über 1000 Teilnehmern, der bis in die Abendstunden dauert. Ugyancsak új helyszínként a Zrínyi Ilona utcában a zsidó.
Spätherbst in Steinamanger. Der 11. November, Martini, rückt immer näher. Und das ist ein ganz besonderer Tag für die Stadt. Denn genau hier soll der heilige Martin als Sohn eines römischen Soldaten auf die Welt gekommen sein. Der Legende nach wurde die nördliche Seitenkapelle der St. Martinskirche genau über dem Geburtshaus des Heiligen errichtet. Daran erinnert auch die lateinische Aufschrift über dem Eingang der Kapelle: Hic natus est Sankt Martinus. Hier wurde der heilige Martin geboren. Archäologisch bewiesen ist, dass an dieser Stelle bereits im 4. Jahrhundert ein frühchristlicher Friedhof war. Auf dem Altar steht die Statue des heiligen Martin. Zu seinen Füßen die unumgängliche Gans. Und in dem Reliquienschrank wird zu besonderen Anlässen die Fingerreliquie des Heiligen ausgestellt. Interessant ist das Gemälde an der rechten Wand der Kapelle. Der heilige Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, trägt weibliche Gesichtszüge. Der Maler wollte so der Gräfin Elisabeth Batthyány ein Denkmal setzen. Ihr ist es zu verdanken, dass die Kirche und die Klosteranlage im 17. Jahrhundert ausgebaut wurden. Vor der Kirche steht der Brunnen des heiligen Martin. Der Legende nach hat der Heilige hier seine Mutter getauft, bei seiner Rückkehr aus Tours in Frankreich. Bis nach Tours, wo der heilige Martin schließlich als Bischof gestorben ist, führt auch der kürzlich errichtete internationale Pilgerweg. Via Sancti Martini heißt der Pilgerweg. Das Symbol, dem die Pilger folgen, ist der Fußabdruck des Heiligen und der mit dem Schwert geteilte Mantel. Der Weg führt quer durch Europa von Steinamanger in Westungarn bis nach Frankreich. Mit einer Vesper im Dom beginnt zu Martini das Fest des Heiligen in Steinamanger. Danach ziehen Hunderte mit Laternen durch die Stadt. Manche wieder als römische Soldaten verkleidet, diesmal allerdings als Hommage an den heiligen Martin, den Sohn der Stadt. Mit Martini schließt das Jahr in Steinamanger. Der Stadt, die ihre Geschichte immer wieder neu erlebt. In der Jung und Alt am Vergangenen teilhaben. Der Stadt, in der Geschichte nicht in Museen verbannt wird. Hier werden auch Rastplätze mit historischen Details ausgestattet. Steinamanger, Sombartei, Savaria. Eine Stadt, wo Grabsteine nicht leblose Materie sind, sondern lebendige Zeugen.